Ich dachte so, ja, meine Güte, dann schlafe ich halt mit einem Haufen Leuten. Macht mir nichts aus, so bedeutet ja absolut gar nichts. Alexander ist 16, als er anfängt, Sex gegen Geld zu haben. Vor seinen Eltern verheimlicht er es. Er fühlt sich frei, aber das Gefühl hält nicht lange. Ich musste nach den Treffen immer länger duschen. Ich habe den Geruch von den Leuten nicht mehr abbekommen. Ich mochte das dann nicht so gerne, wenn Leute mich irgendwie angefasst haben. Jetzt stellt er sich seiner Vergangenheit. Ich bin Alexandra. Als ich 16 war, war ich viel unterwegs mit meinen Freundinnen und Freunden. Wir hatten alle unsere Probleme, aber Sexarbeit, die war kein Thema. Ich frage mich, wie es bei Alexander dazu kam und wie es ihm heute geht. Ich treffe ihn in Köln. Er hat studiert und macht gerade eine Fortbildung. Er möchte mit mir in seine Vergangenheit reisen. Seit kurzem macht er wieder eine Therapie, um alles zu verarbeiten. Machst du es immer morgens? Und nicht mehr in so viele dunkle Phasen abzurutschen. Ich mag das richtig gerne. Ich musste so kleine Routinen für mich entwickeln, dass ich irgendwie ein bisschen einfacher oder motivierter oder generell so in den Tag starten kann. Aber die Küche ist nicht so groß. Warum ist es für dich im Moment wichtig, so eine Morgenroutine zu haben? Es gab super viele Tage, wo es mir total schwer gefallen ist, überhaupt aufzustehen oder überhaupt irgendeine Art von Motivation zu finden. Und es gibt an sich super viele Sachen, an denen ich Spaß habe, die ich in meinem Leben machen möchte, wofür ich meine Zeit nutzen möchte. Aber es gibt halt Tage, an denen man sich nicht so gut fühlt und wo man das dann schnell vergisst. Ja. In meiner Familie ist ja von Anfang an Konflikte, egal ob das die Trennung meiner Eltern war oder dann, wo mein Bruder und ich bleiben wollen. Später dann, wo ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ich nicht richtig bin. Ganz viele zwischenmenschliche Konflikte, wo ich ganz lange das Gefühl hatte, dass es meine Verantwortung ist, dass sich alle wohlfühlen. Als Jugendlicher ist Depression schon ein Thema für ihn, erzählt er. Er hört traurige Musik, verarbeitet seine Gefühle in Texten und Fotografien. Vieles hat er weggeworfen, aber ein paar Fotos hat er noch. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mir damals so erwachsen vorkam. Wahrscheinlich, weil ich mich auch schon mit so vielen erwachsenen Themen auseinandersetzen musste. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein mir die Fotos angucke, war ich einfach noch so ein Baby. Ich war so klein. Bist du das auf dem Foto? Ja. Hätte ich dich auch gar nicht erkannt. Die Fotos beschäftigen mich noch lange. Wie schlecht es ihm damals gegangen sein muss. Heute möchte er mir den Ort zeigen, an dem er mit der Sexarbeit angefangen hat. Zu Hause gibt es damals viel Streit, erzählt mir Alexander. Er hat eine schwierige Kindheit, fühlt sich alleingelassen. Und flüchtet in seine eigene Welt. Der Parkplatz, wo wir jetzt hinfahren werden, das ist ja der Parkplatz, wo ich damals meinen ersten Kunden getroffen habe. Da kann ich noch gar nicht so einschätzen, wie ich mich gleich damit fühlen werde. Ja. Wie lange ist es her? Ja, 10 Jahre oder 11 Jahre. Schon eine Weile her. Als ich das erste Mal verliebt war und das auch nicht so erwidert wurde und wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich fühle mich zu Hause nicht wohl. Romantische Beziehungen sind irgendwie auch nicht so sicher, das ist auch mit Schmerz oder Risiko oder so verbunden. Da kam dann der Gedanke auf, dass ich das mit dem Escort machen möchte. Ich nenne das jetzt gerade auch nur Escort, weil das harmloser oder schöner klingt als einfach nur Sexwork. Allein dieses Wort Escort beschützt mich davor, was eigentlich passiert ist damals. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Kunden hier getroffen habe, dass ich zu dem Zeitpunkt kaum sexuelle Erfahrungen hatte und irgendwie auf dem Weg hierhin die ganze Zeit
überlegt habe, wie ich das möglichst gut überspielen kann. Weil ich irgendwie ja das Gefühl hatte, dass ich eine bestimmte Leistung erbringen muss, wenn ich dafür sogar bezahlt werde. Der Typ war eigentlich ganz nett, der war ganz respektvoll und so, es war alles okay. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit über gar nichts so richtig gefühlt. Also ich war halt da, ich habe irgendwie so eine Rolle gespielt, ich war irgendwie charmant und nett und so, aber ich war schon auch damals sehr distanziert von mir selbst. Und als du dann danach wieder alleine warst? Ich weiß, dass mich das am Anfang sehr fasziniert hat, in was für kurzer Zeit ich viel Geld verdienen kann und dass ich mir selber auch einfach nicht viel wert war. Also ich dachte so, ja, meine Güte, dann schlafe ich halt mit einem Haufen Leuten, macht mir nichts aus, so bedeutet ja absolut gar nichts. Ja, mein Selbstwert war einfach sehr niedrig. Alexander wirkt auf mich sehr gefasst, wenn er mir von seiner Vergangenheit erzählt. Aber dann passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe gerade richtig merkwürdiges, unangenehmes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich falle gerade aus meinem Kopf raus. Wollen wir jetzt kurz hinsetzen oder so? Und für kurz... ganz ruhig, wir bleiben einfach so lange sitzen, wie du es brauchst. Wenn du Wasser brauchst, ich habe welches dabei. Hatte ich auch noch nie so, aber ich habe mich auch lange nicht mehr mit den Themen so extrem beschäftigt. Wir bleiben erstmal sitzen. Alexander möchte, dass ich bei ihm bleibe. Für die Sexarbeit erfindet Alexander Schulstunden, belügt seine Eltern, nur seine Freundinnen und Freunde wissen, wo er ist. Über sein Alter wird nicht geredet. Einen Kunden aus dem Internet trifft er immer in einer Art Hotel mit Bar, in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Wir versuchen es wiederzufinden. Hierhin wollte Alexander schon lange zurückkehren. Die Treffen, die Orte, die Stimmung, all das fasziniert ihn am Anfang. Ich weiß, ganz am Anfang dachte ich noch so, wow, diese Leute wollen so gerne Zeit mit mir verbringen, dass sie sogar Geld für mich zahlen. Also ich habe mich wertgeschätzt gefühlt, wobei ich natürlich super schnell gemerkt habe, dass es gar nicht um mich als Person geht. Und ich glaube, deshalb bin ich heute, wenn ich Leute kennenlerne, date oder wie auch immer, auch so misstrauisch, wenn Leute schnell körperlich werden wollen. Weil ich möchte, dass Leute sich meinetwegen für mich interessieren, wegen meinem Charakter, mit mir Zeit verbringen wollen und nicht einfach nur, weil sie mit mir schlafen wollen oder so. Warum war dir das Geld so wichtig? Das Geld war mir damals so wichtig, weil das irgendwie meine einzige Möglichkeit war, mir Freiheit zu kaufen, so gegen meine Eltern zu rebellieren. Wollen wir mal schauen, wo wir da hinkommen? Mhm. Über der Bar sind Schlafzimmer. Ja. Fanden hier die Treffen statt? Geh ruhig bitte vor. Kommst dir gerade nicht so bekannt vor? Es war super ähnlich aufgebaut, auch mit dem Flur und so weiter. Deswegen habe ich gerade mich auch erschrocken, als wir hier lang gehen mussten. Aber es gibt ja dieses eine ganz prägnante Foto auch, wo ich auf so einem Bett mit der roten Wand und mit dem goldenen Spiegel und so weiter sitze. Ja, das ist ja hier nicht. Und auch der andere Raum, der hellere Raum, wo dieses Kreuz da war, wo sich Leute dran festketten können. Hast du das Foto von dir auf dem Handy? Bestimmt. Das Foto hat ein Kunde gemacht. Es ist das einzige aus dieser Zeit. Ich habe mich sehr erwachsen und sehr unabhängig, ja, ermächtigt gefühlt. Aber ich habe dann irgendwann mit der Zeit gemerkt, dass es mir doch nicht so gut tut, in so kurzen Abständen so viele wildfremde Männer so nah
an mich ranzulassen, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich musste nach den Treffen immer länger duschen. Ich habe den Geruch von den Leuten nicht mehr abbekommen und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mich zu ritzen und dann habe ich auch mal zu viele Schlaftabletten genommen und bin im Krankenhaus gelandet. Wir suchen weiter nach dem Raum vom Foto. Übel mit der Badewanne auch. Das ist schon echt übel, wenn man sich überlegt, dass ich mit 16, 17 nach der Schule mich da mit so 50-Jährigen in so Orten hier getroffen habe. Und das so über, ist nicht 2 Jahre verteilt, so heimlich gemacht habe. Wie ist es für dich, wenn du jetzt darüber nachdenkst, du warst ja minderjährig? Ist schon echt komisch, hier zu sein, egal ob das jetzt ein Raum ist, wo ich wirklich war oder so ein Raum, der irgendwie stellvertretend für diese ganzen Erinnerungen ist, die sich irgendwie in meinem Kopf zusammengematscht haben. Ich habe ja so viele Schlafzimmer und Badewannen und Badezimmer und alles Mögliche und Flure in der Zeit gesehen. Wir können nicht sicher herausfinden, ob Alexander in diesem Raum den Kunden getroffen hat. Aber der Ort löst etwas in ihm aus. Er möchte noch einmal alleine sein und mit damals abschließen. Ich frage mich, ob das wirklich klappen kann. Bereust du, dass du das damals gemacht hast? Nee, ich bereue das nicht so sehr, weil ich einerseits damals keine andere Möglichkeit gesehen habe, weil mir das Geld, was ich verdient habe, tatsächlich sehr viel Freiheit und Selbstständigkeit ermöglicht hat und weil ein Großteil meiner Probleme oder auch warum ich überhaupt Escort gemacht habe, ja, nichts damit zu tun hatte. Ich merke nach diesen 2 Tagen, wie viele Narben die Zeit bei ihm hinterlassen hat. Heute ist ein besonderer Tag. Für uns beide. Und du bist nervös, meine ganzen Freunde kennenzulernen? Ja, natürlich. Alexander feiert seinen 27. Geburtstag. Na, wo seid ihr? Ja. Ah, okay, super. Prima, bis gleich. Mit seinen Eltern hat Alexander im Moment keinen Kontakt. Der Abstand tut ihm gut, sagt er. Aber sein Bruder ist heute mit dabei. Das bedeutet ihm viel. Wer von euch ist jetzt nochmal älter? Er ist 2 Jahre jünger. Dass du da überlegen musst, er ist älter. Ja, aber er führt so ein bisschen das erwachsenere Leben. Standort? Wärst du dem Weg gefolgt aufgrund eines Standortes? Meine Freundschaften bedeuten mir extrem viel. Ich glaube, meine Mauern sind im Moment niedrig, weil ich seit einem halben Jahr oder Jahr aktiv auch daran arbeite, wieder verletzlich zu sein. Und weil ich im selben Atemzug auch in so einer gesunden, schönen Bubble von Menschen bin, wo ich auch nicht verletzt werde und wo ich jedes Mal wieder überrascht davon bin, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen, wie viel Verständnis wir füreinander haben. Also ich glaube, das ist gerade so eine ganz glückliche Kombination von vielen Sachen, die mir zeigt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, verletzlich zu sein. Ich erlebe Alexander hier sehr glücklich, irgendwie gelöst, zusammen mit seinem Bruder und seinen Freundinnen und Freunden. Und ich lasse sie jetzt mal weiterfeiern. Am nächsten Morgen treffen wir uns schon wieder. Heute ist CSD in Köln und Alexander soll zum ersten Mal auf einem Wagen mitfahren. Ob es klappt, ist noch nicht ganz sicher. Deswegen ist er besonders aufgeregt. Ich hatte da irgendwie voll den Druck, dass ich heute auch besonders auffällig sein muss oder performen muss oder irgendwas darstellen muss. Und das habe ich mir jetzt einfach erstmal alles rausgenommen.
Deswegen habe ich auch nichts Spektakuläres an. Aber ich bin froh, dass ich da bin. Das ist die Hauptsache. Noch schnell ein Kaffee, bevor es losgeht. Und was bedeutet so die Pride für dich? Boah, ich bin relativ neu in diesem Thema drin, weil ich mich ganz lange auch ein bisschen geschämt habe, so dazu zu stehen, so queer zu sein, so zu dieser Community dazu zu gehören. Ich habe auch erst, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war meine erste Pride überhaupt. Wie ist es eigentlich früher so von deinem Umfeld aufgenommen worden, dass du schwul bist? Ich glaube, dass die prinzipiell mit meiner sexuellen Orientierung an sich kein Problem hatten. Ich glaube, für die war das viel schwieriger, dass ich so extrovertiert aussehe. So ein bisschen dieses, das, was denken die Nachbarn, wenn ich im Pelzmantel über die Straße laufe oder so. Den Pelzmantel von damals trägt er nicht mehr. Er hängt im Schrank. Alexander schminkt sich fast jeden Tag. Auch eine Routine. Bis dahin war es aber auch ein langer Weg für ihn. Nicht alle seiner Outfits sind alltagstauglich. Was bedeutet ihm sein Aussehen? Das ist komisch, weil einerseits gibt mir dieses extravagante Aussehen sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel Kraft, weil es halt authentisch für mich ist. Ich nehme das ja nicht als extravagant wahr. So, das ist meine Realität, auch mit den Freunden, die ich habe und so. Aber gleichzeitig, weil man sich ja mit der Außenwelt auseinandersetzen muss und vielleicht komische Blicke bekommt oder in gefährliche Situationen kommt oder so, macht es das dann wieder anstrengend. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gezwungen sieht sie gerade aus? Und los geht's. Für mich ist es die erste Pride in Köln. Es ist super heiß, überall sind Menschen und es ist laut. Im ersten Moment etwas überfordernd für uns beide. Wie ist es jetzt für dich, so die ganzen Outfits hier zu sehen und die ganzen Leute? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade heilfroh, dass ihr dabei seid. Ich bin heilfroh, dass gleich ein paar andere Leute dabei sind, die ich schon kenne und mag. Ich versuche gar nicht so viel links und rechts zu gucken jetzt gerade. Aber die Leute sind nicht so schnell zu finden. Alexander wirkt auf mich noch etwas verloren. Hey, dich habe ich gesucht. Hi. Hi, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und dann dürfen wir auf den Wagen. Langsam fällt die Anspannung ab. Als ich Alexander ein paar Stunden später wieder treffe, ist er wie verwandelt. Ich hatte gar keine Erwartung, weil ich das ja noch nie mitgemacht habe. Ah, Hammer, macht voll Spaß. Ja. Es ist ein sicherer Ort für Alexander, mit Menschen, die ihn sein lassen, wie er ist. Das gibt ihm Kraft. Ich möchte am liebsten viel mehr hiervon, was heute passiert ist, so in meinem Leben haben. Das ist voll cool zu sehen, dass das möglich ist und dass man da auch so seinen Platz finden kann. Gemeinsames Kochen. Wir haben uns fast einen Monat nicht gesehen. Nach der Pride ist Alexander in ein ziemliches Loch gefallen, erzählt er. Wie sahen dann deine Tage aus in der Zeit, als es dir so schlecht ging? Wie sahen meine Tage aus? Oh, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich so echt erstmal komplett die Struktur, die ich mir echt mühevoll aufgebaut habe, wieder verloren habe komplett, weil ich dann wirklich bis 3 Uhr morgens oder so diese dumme Serie geschaut habe und dann auch natürlich den ganzen Tag wieder geschlafen habe. Das ist auch interessant, wenn diese tiefen Phasen vorbei sind, kann ich mich kaum noch an das Gefühl erinnern. Und dann ist es auf einmal wieder zurück und ich kann mich an die guten Sachen nicht mehr erinnern. Kannst du mal versuchen, trotzdem zu beschreiben, was für ein Gefühl du so in dieser Zeit hast? Ich versuche einfach richtig stumpf die Zeit totzuschlagen und mich mit nichts auseinanderzusetzen. Und auch meine ganzen Probleme oder
Sachen, die eigentlich meine Aufmerksamkeit bräuchten, einfach so von mir wegzuschieben. Ich habe mich auch mit meinen Freunden hier in Köln sehr wenig getroffen und ein bisschen angefangen, wieder Leute von mir wegzuschubsen, weil ich mit mir selber so unzufrieden war. Und ich will nicht immer die negative Person sein, die Sachen irgendwie nicht hinbekommt oder an irgendwas arbeiten muss oder von irgendwas belastet ist oder so. Wäre natürlich super, wenn das Thema Depression irgendwann aus meinem Leben verschwindet, weil das irgendwie sowas ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Kontrolle darüber. Ich kann mich da auch nicht so rausholen manchmal. Ich muss einfach warten, dass es vorübergeht. Nach Monaten ist die Fortbildung abgeschlossen. Fast täglich hat Alexander dafür gearbeitet und gelernt. Trotz Depression. Wie ist es für dich, dass du die Fortbildung jetzt fertig hast? Ich meine, ich bin froh, dass ich aus diesem Tief überhaupt rechtzeitig rausgekommen bin wieder. Als ich fertig war mit diesem Test, war ich dann so, hä, okay, das war's jetzt, davor hatte ich Angst. Ich sitze gerade am Schreibtisch, es hat sich nichts verändert, außer dass ich fertig bin und es war gar nicht so schlimm. So. Keine Luftballons, kein Applaus, gar nichts. Und ich fände es voll schön, wenn ich irgendwann in meinem Leben an einen Punkt komme, wo ich einen Job habe, den ich mag, wo ich in der Stadt lebe, in der ich auch leben möchte, die Leute um mich habe oder nicht um mich habe, wo alles ein bisschen, wo ich einfach ein bisschen angekommen bin. Und was fehlt dir noch dafür, für das Gefühl anzukommen? Ich glaube, dieser Wunsch, nicht in Deutschland zu leben, der ist schon so lange so präsent und hat mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen zu tun, auch mit meiner Familie, mit meiner Vergangenheit und so. Ich weiß nicht, ob dieser Wunsch vielleicht nicht mehr so stark sein wird, wenn ich noch mehr Sachen so aufgearbeitet habe. Am liebsten würde Alexander in England leben, seinem Sehnsuchtsort. Und dorthin reist er morgen in den Urlaub. Nach Eastbourne, einer kleinen Küstenstadt im Süden, in der Nähe von Brighton, seiner Traumstadt. Wenn ich mir die Natur hier anschaue, kann ich es verstehen. Wir treffen uns, nachdem er schon ein paar Tage hier verbracht hat. Wie oft warst du jetzt schon hier? 4-mal. Letztes Jahr und dieses Jahr ist dann so das erste Mal, dass ich hauptsächlich hier hingekommen bin und dann noch kurz mal in London war. Ich bereue auch ein bisschen, dass ich jetzt noch mal 2 Tage dahin muss und nicht länger hier bleiben kann. Alexander möchte alle Pflanzen probieren, die er hier findet. Ich bin wie so ein kleines Kind, also sowas macht mich voll glücklich. Und ich bin auch hier die ganze Zeit, guck dir diesen Baum an, guck dir diesen Strauch an. Guck mal, wie cool das aussieht. Es macht Spaß, hier mit Alexander unterwegs zu sein. Ich spüre, wie viel Energie der Ort ihm gibt. Als ich dich so in Köln gesehen habe, dachte ich so, du bist voll der Stadtmensch. Auch so durch die Kleidung, durch die du trägst und so dieses Urbane. Ich habe so beides in mir und irgendwie habe ich in Köln oder in Deutschland so für nichts davon so richtig den Raum. Hier erlebe ich ihn wie ausgewechselt, wie zuletzt auf der Pride. Und er steckt mich an, auch mit der Lust, Pflanzen zu probieren. Er weiß, dass sie nicht giftig sind. Super lecker mit dem Salz. Mega lecker, ne? Es gibt so ein paar Orte, an denen ich mich einfach von Anfang an zu Hause gefühlt habe und irgendwie das Gefühl habe, so ein Teil von mir gehört hierhin. Ich habe hier so viel Lebensenergie und Lebensfreude und möchte mich um Sachen kümmern und bin motiviert. Ich war jede einzelne Sekunde so richtig glücklich. In den letzten Wochen sind wir zusammen in seine Vergangenheit gereist. Wie schaut er jetzt mit etwas Abstand darauf? Egal, wie viele schwere Sachen ich aus diesem Sexwork und so weiter mitgenommen habe, es hat mir halt auch wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen ermöglicht. Ich lege keinen Wert auf materielle Sachen, aber ich konnte mir damit Anziehsachen, Ausstellungen, Cafés, Reisen, ganz viel leisten, was mich glücklich macht. Und mich hat in der Zeit halt nicht viel glücklich gemacht, was ich von zu Hause aus hätte machen können. Ja. Und das war für dich die Freiheit, die du dann gefunden hast? War das Freiheit? Ja, ich konnte mir Freiheit kaufen.
im Rahmen dessen, was ein 15-, 16-Jähriger so machen kann. Ich versuche schon seit so vielen Jahren, mein Leben in eine andere Richtung zu lenken und traue mich jetzt auch schon viel mehr und es wird immer besser. Aber es ist halt immer noch nicht da, wo es sein soll. Und es ist halt irgendwie auch anstrengend. Ich möchte auch einfach mal irgendwann aufhören und einfach nur irgendwo sein und anfangen, meinen Meereskohl zu pflanzen und so und nicht immer, ja, ich möchte auch nicht alle paar Jahre umziehen. Ich möchte einfach irgendwann irgendwo ankommen, so. Hier will ich mich nicht auflösen. Hier will ich lieber am Meer sitzen. All my friends tell me I should move on.